jetzt geht's los. Der erste Lauf in der 1500er-Klasse. Nur noch mal zur Erinnerung, in dem ersten Lauf geht es immer darin, möglichst schnell auf 20 Runden zu kommen. Trotzdem ist Rempeln prinzipiell jetzt auch schon erlaubt. Macht es denn auch Sinn, jetzt schon zu rempeln, Stefan? Ja, man sollte aufpassen, seinen eigenen Wagen nicht zu sehr beschädigen. Aber wenn man eine gewisse Rundenzahl erreichen will, viele Runden fahren will, dann muss man unter Umständen überholen. Der Parcours ist relativ eng, das heißt, wenn man an einem Wagen nicht vorbeikommt, dann muss man auch ein bisschen nachhelfen. Also dann hat der Wagen das auch provoziert. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es schon in den ersten Runden auch immer schon kracht. Da ging es in den letzten Jahren immer schon schön zur Sache. Wir fassen die Regeln für den ersten Lauf jetzt nochmal ganz schnell zusammen. Die große TV-Total Stocker Crash Challenge. Das Reglement für den ersten Lauf. Hier geht's um Schnelligkeit bzw. maximale Rundenzahl. Wie auch im anderen Wertungslauf schickt jedes der 10 Teams einen Fahrer für die jeweilige Motorklasse an den Start. Die Renndistanz beträgt 20 Runden. Pro gefahrener Runde gibt's 5 Punkte. Wenn der erste Fahrer die 20 Runden beendet hat, fahren die anderen nur noch bis zur Ziellinie, um ihre Rundenzahl zu beenden. Gucken wir uns lieber gemeinsam die Startaufstellung an für den ersten Lauf in der 1500er-Klasse. Die sieht so aus. Hier sehen wir es uns an. Die Grafik zeigt, dass der Frank Buschmann als erster vorne wegfahren darf. Dann Pierre Geisensetter, Alida Launstein und Thomas Muster, einer von unseren beiden Österreichern. Dann haben wir Max Mutzke, der auch eine richtige Rennfahrerlizenz hat. Alexander Klavs, Daniel Aminati, Brösel von der 8. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Peter Ludolf von der 9. Der Mann mit der langen Matte und dem lauten Organ und ja, deinetwegen startet Axel Stein von der 10. Hast du noch einen Tipp für Axel, so kurz bevor es losgeht? Ja, der Axel weiß schon, was er macht. Der ist auch ein geübter Rennfahrer. Ich glaube, der wird ein paar Plätze gut machen. Hast du ihn auf irgendwen angesetzt da unten? Besonders, ich weiß, dass du Alexander Klavs gestern schon so ein bisschen Attacke angekündigt hast. Nach dem Motto Take Me Tonight, habe ich gesagt. Einfach drauf. Mal gucken, ob er ihn tonight taken wird. Und ja, und bei diesem ersten Rennen bei der 1500er-Klasse können wir uns auch gleich nochmal das Prozedere anschauen. Also es geht in eine Einführungsrunde. Jetzt werden also die Fahrzeuge rausgewinkt. Und dann nach einer Runde, wo man nochmal die Chance hat, sich die Strecke anzuschauen, wo man nochmal vielleicht auch schon die eine oder andere Stelle sieht, wo man überholen kann, dann geht es scharf los. Startbär, Flaggen, Signal. Das kleine Pacecar, was wir dort in der Kamera hatten, ist auch rausgefahren. Also, der Rennleiter wartet mit der schwarz-weiß karierten Flagge. Und damit heißt es, es geht los. Also, es wird gefahren, bis der Erste 100 Punkte hat. Und da geht man doch schon etwas zur Sache. Leichte Berührungen dort schon. Wobei das Motto eigentlich lauten müsste, sich ein bisschen aus diesen Geplänkeln rauszuhalten. Denn dort sehen wir schon, dass ein Auto dort innen an Alida Launstein vorbeigeht. Das von Nokia ist das. Und wir haben den ersten Überschlag. Den ersten Überschlag. Und das nach gerade so einer gefahrenen Wertungsrunde. Das Sexer-G-Team liegt auf dem Dach. Das ist Alida Launstein. Also große Kavaliere sind das nicht, die Herren, die dort gerade die erste Dame, die einzige Dame, müssen wir kurz gucken. Na, auch ein bisschen selbstschuld gewesen. Da gab es wohl einen kleinen Schubs vorher, aber dann in die Innenbande rein und sofort liegt das Auto auf dem Dach. Wird auch gleich geschaut, ob dort irgendwas brennt. Jawohl, wir haben das erste Feuer. Also, Alida steigt dort lieber aus. Klar, da geht die Sicherheit vor. Vorne also der erste kleine Defekt, der sofort zu einem Feuer geführt hat. Na, ich sag mal, besser kann es doch gar nicht losgehen. Also Action nach gerade mal einer gefahrenen Runde. Alida Launstein auf dem Dach, das Fahrzeug geht in Flammen auf. Die erfahrenen Stockcar-Mechaniker haben das sofort erkannt, schon eine Rauchentwicklung. Hier sehen wir es. Sofort also die Motorhaube entfernt, um dort an den Brandherd ranzukommen, denn die Sicherheit geht natürlich vor. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wenn das Fahrzeug dort rausgefahren wird, ob sie die Chance bekommt, vielleicht sogar nochmal einzusteigen und weiterzufahren. Warum nicht? Da haben wir sie bei Sonja. Das war ja ein kurzes Vergnügen. Jetzt haben wir so für dich die Daumen gehalten. Was war denn da los? Die sind einfach so aggressiv, die Männer. Unglaublich. Aber ich räche mich, spätestens im Karamollagerennen. Oh, guck mal, da sehen wir jetzt gleich, was mit dir passiert ist. C'est toi. Und jetzt? Ups. Wow. Nicht schlecht, aber ich finde, ich habe schon mal für gute Bilder gesorgt. Ja, definitiv. Wer hat dich denn da angerammt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es kam von hinten der Mutzke und da kam noch ein. Ja,
Ja, meine Güte, das ist ja wirklich heftig. Wie fühlt sich das an, wenn man in so einer Karre sitzt und plötzlich kommt da Feuer, Qualm und seltsame Gerüche raus? Also bis dahin geht's noch. Erst wenn sie schreien, raus, 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 es brennt, dann wird's schwierig. Ja, aber immerhin diesmal kein gebrochenen Arm und es geht weiter. Danke, Alina. Also, ganz nebenbei haben wir auch noch gesehen, dass das Fahrzeug von Thomas Muster, wenn ich es richtig gesehen habe, dort entfernt wurde vom AM-Team. Also auch dort ein kleiner Defekt. Alle anderen fahren weiter. Und das Problem ist natürlich, die beiden, die jetzt draußen sind, selbst wenn sie wiederkommen, denen gehen natürlich wichtige Punkte hier verloren. Wie ist der Stand? Vorne immer noch der Mann von der Pole, Frank Buschmann. Und das nächste Auto mit einer kleinen Drehung. Gelbe Flaggen sind draußen. Damit sind also alle gewarnt, dass dort ein Fahrzeug quer steht. Sie sehen es. Viele noch beieinander, Buschmann, Geissensetter, Klaas Mutzke und ja, ein Ludolf-Auto steht dort, das von Peter, auch schon von Frank Buschmann, leicht in die Bande reingeschoben. Naja, warum nicht? Hat ja nicht weiter gestört, er ist ja gut vorbeigekommen und so hat der Peter von den Ludolfs einiges an Zeit verloren. Und unten wird es laut, natürlich, weil Ludolf weiterfahren kann. Und vorn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Autos in einer Runde. Rote Flaggen wieder draußen. Das nächste Fahrzeug liegt auf dem Dach. Schau mal, per Geissensetter leicht angeschubst dort vom Nokia-Auto. Also der nächste, der auf dem Dach liegt hier. Per Geissensetter für das ADAC Young Generation Team. Peter Ludolf haben wir dort kurz gesehen. Ah, die sind natürlich auch so ein bisschen dankbar, gerade die etwas schwereren Kollegen, dass es hier ab und zu mal so eine kleine Verschnaufpause gibt, man also durchatmen kann. Sehen Sie hier die Verantwortlichen sagen, Ruhe bewahren, wir brauchen diesen Case-Stapler hier noch nicht. Der kann aus eigener Kraft weiterfahren und schauen, ob er noch weitere Punkte einsammeln kann. Wir warten auf das Signal, noch sind die roten Flaggen draußen, noch darf also nicht gefahren werden. Ja, Alexander Klaas war das dort im Nokia-Auto, der dort doch ziemlich beteiligt war an diesem Überschlag. Und weiter geht's, also das Rennen wieder gestartet. Aber hat offensichtlich das eigene Auto dort beschädigt, also das geht dort nicht so richtig los für Alexander. Vorn jetzt alleiniger Führender, Frank Buschmann, war zwar an einer Aktion beteiligt, wie Alexander Klaps, viele Punkte verloren, dort müssen sie wieder an Peter Ludolf vorbei. Hier kurz im blauen Auto zu sehen gewesen, der Führende, Frank Buschmann, jetzt schon mit 40 Punkten, dahinter Max Mutzke, Inhaber einer Rennlizenz, wir wissen das. Der ist im letzten Jahr nachgerückt für Bulli Herbig, der nach dem Qualifying schon gesagt hat, das ist mir hier eine zu heiße Nummer. Yeah! Und Alida Lauenstein kommt wieder, will wieder reinfahren, will sich weitere Punkte holen. Muss jetzt warten, bis er ein bisschen Platz ist, dann macht die Rennleitung Platz. Also, kann reinfahren, das Signal kam und weiter geht's ans Punktesammeln. Hat natürlich nur eine Runde komplettiert, hat 5 Punkte, aber könnte jetzt den Kollegen Ludolf relativ schnell einholen. Schon mit 2 weiteren Punkten wäre sie ja punktgleich. Und der fährt immer noch nicht wieder. Jetzt aber vorn 2 in einer Runde. Jetzt muss man sich dieses Duell also anschauen zwischen Buschmann und Mutzke. Da haben wir es. Buschmann, Mutzke, Daniel Aminati gut dabei und Axel Stein schon auf Rang 4 gefahren. Wir dürfen nicht vergessen, der kommt ja vom letzten Platz. Der musste auch darunter leiden, dass der Chef Stefan Raab also letzter war im Qualifying. Nächster Auto steht quer, das ist das von Alexander Klaps. Peter Ludolf rollt wieder, kann weiter Punkte sammeln, abgewürgt, nein, fährt auch wieder. Und jetzt wird Buschmann aufgehalten. Jetzt muss er zusehen, dort vorbeizukommen, sonst verliert er die Führung. Jetzt könnte also Max Mutzke in Führung gehen, der die ganze Woche über bei Stefan Raab zu sehen und zu hören war mit seinem neuen Album, was ja letzte Woche rausgekommen ist. So, die Frage ist, rollt Buschmann wieder? Jawohl. Und der muss sich jetzt den gleich neuen Führenden suchen, Max Mutzke. Max Mutzke, der jetzt gerade mit 65 Punkten in Führung geht. Aber in der gleichen Runde sind noch 4 weitere. Unter anderem ja auch Axel Stein. Wir sahen gerade Buschmann, der Kommentator von Schlag den Raab. Also immer noch in einer guten Position. Es gibt ja hiernach noch keine Siegerehrung. Hier geht es ja nur um die Startaufstellung für das zweite Rennen, für das Karambolage-Rennen. Und da sollte man ja so weit wie möglich hinten stehen, um möglichst viel Autos auf die Hörner nehmen zu können. Hier, Stein an Buschmann vorbei. Sie sehen das Auto in grün-schwarz.
vom TV-Total-Team. Und dort wurde ein Scirocco gerade etwas unsanft in die Bande geschoben. Rollt aber wieder. Das Jet-Team war das. Brösel nämlich. Mal gucken, wo liegt der denn? War ja auch schon mal auf dem Podium hier. Liegt auf dem 6. Rang. Hält sich aber noch ein bisschen raus. Wobei er ist in der gleichen Runde wie der 2-, 3- und 4-Platzierte. Also auch für Brösel könnte da noch einiges drin sein. Jetzt müssen wir langsam aufpassen. 80 Punkte, also noch 4 Runden zu fahren. Bei 100 Punkten ist das Ding also vorbei. Das würde dann bedeuten, bliebe es, wie es jetzt steht, dass Max Mutzke auf der Pole Position steht. Aber da kann noch viel passieren. Wie gesagt, die Konkurrenz kommt von hinten. Axel Stein versucht dort immer wieder an dem Mann vor ihm vorbeizukommen. Mutzke vor ihm, ein zurückliegendes Fahrzeug, blockiert ihm da so ein bisschen die freie Bahn. Da haben wir ihn mal von drinnen. Wie gesagt, er selbst auch eine Rennfahrerlizenz. Seat Leon Super Coppa gefahren und auch die Mini-Challenge. Also, kennt sich aus. 95 Punkte, das heißt noch eine Runde zu fahren. Jetzt geht's an die Entscheidung. Wer gewinnt das Rennen hier? Wird's Max Mutzke sein? Fährt Mutzke als Erster über die Ziellinie? Wir warten auf das Auto des Sängers. Da sehen Sie es, 95 Punkte dahinter Buschmann, Aminati. Na, zwei Autos stehen quer. Und da kommt die Zielflagge für Max Mutzke. Wir warten natürlich noch auf die Bestätigung dann in der Grafik. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, Max Mutzke tatsächlich der Sieger des ersten Rennens hier. Buschmann immer noch dahinter. Da haben wir es für günstiger.de. Daniel Aminati, Per Geisensetter. Ja, und bei diesem kleinen Geplänkel, da hat Axel Stein dann doch noch 2 Plätze verloren. Immerhin Fünfter. Er kommt von Rang 10. Brösel, Klavs, Muster, Launstein und Peter Ludolf auf dem letzten Rang. Also, das erste Rennen hat es doch schon mal in sich gehabt. Hat uns sehr, sehr viel Freude bereitet. Na, Alida immer noch auf den 9. Rang gekommen, trotz dieses kleinen Defektes dort mit Rauch- und Feuerentwicklung. Also ein Rennen in der 1500er-Klasse, was richtig Spaß gemacht hat. Hier sehen wir nochmal eine kleine Auseinandersetzung zwischen Per Geisensetter und Peter Ludolf, was zur Drehung führte. Wie gesagt, im nächsten Rennen dann, im Karambolagerennen, da gibt das jeweils dann Punkte für das Fahrzeug, was diese Drehung auslöst. Ich bin eben ums Auto rumgeklettert und muss sagen, du hast noch nicht mal einen Kratzer an dem Ding. Wie hast du das gemacht? Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Aber das ist das, was man im Black Forest lernt, also im Schwarzwald lernt, so zu fahren. Und ja, es hat sich gelohnt. Ich bin wirklich stolz. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank, Düsseldorf. Hey! Black Forest, seine neue CD. Sag mal, und wer ist jetzt Marie, deine Glücksbringerin? Das darf ich nicht sagen, weil ich glaube, meine Freundin schaut heute zu. Ach, das wird ja immer interessanter. Also ich frage dich nochmal, wer ist Marie, deine Glücksbringerin? Ja, eigentlich schon. Eindeutig, zweideutig. Und damit zurück zu Ron. Vielen Dank. Ja, wir haben noch mal ein paar Studien gesehen, während hier Max Sonja knutschen darf. Ja, die Fahrzeuge werden jetzt runtergebracht von der Piste. Dann geht es sicherlich auch gleich in die Startaufstellung für die nächsthöhere Klasse. Wir genießen aber noch einmal diese Bilder hier. Und mit diesen wunderschönen Crashbildern gehen wir hoch zu Olli. Ja Mensch, das ging ja gut los. Brennende Autos haben ja auch in der Vorweihnachtszeit nichts Besinnliches, sondern man erschreckt sich ja trotzdem noch, wenn man es so von außen sieht, ne? Ja, die Sicherheitsvorkehrungen sind aber sehr gut. Man sieht das ja, die Hilfskräfte sind immer schnell an der Strecke. Das kann mal vorkommen, dass ein Wagen brennt. Bisher ist ja Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert und das wollen wir auch hoffen, dass das so bleibt. So sieht's mal aus. Ich halte noch mal fest, eine Frau, da sehen wir noch mal die Löscharbeiten. Ja. Eine Frau hat sich getraut, hier mitzumachen, die Alida als einzige dabei. Ist das in Ordnung, dass man die dann gleich in Runde 1 flachlegt, Stefan? Naja, also ich glaube, wenn man im Rennen ist, dann registriert man gar nicht, wer das vor einem so ist. Und ja, da ist man dann nicht wählerisch. Wenn sich einer anbietet, wird er halt abgeschossen. Ja. Ein Wort zu Axel Stein, deinem Mann in diesem Rennen. Ja, spitze. Vom 10. Platz auf den 5. vorgefahren. Da kann man mal sehen, da ist schon einiges gut gemacht worden. Und beim nächsten Lauf hoffe ich, dass es noch weiter nach vorne geht. Tja, und Peter Ludolf hat... Der Jubel wird schon leiser, merkst du. Peter Ludolf hat überwiegend, ich sag mal, sich aufs Parken beschränkt. Ja. War eine Zeit lang der Raumteiler auf der Strecke.
aber der hat ja noch zwei Brüder. Vielleicht kann man sagen, dass sie sich insgesamt mit kaputten Autos ein bisschen besser auskennen als mit fahrenden. Kann das das Problem sein? Ja, ihm hat, glaube ich, ein bisschen die Aggressivität gefehlt. Ja. Ja, aber das heißt nicht, dass seine beiden Brüder die nicht besitzen. Ja, seine Brüder können ihn rächen. Wir haben ja noch Uwe und das Nesthäkchen Manni. Genau. Die können den Laden noch mal ein bisschen von hinten aufrollen. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal die Ergebnisgrafik nach dem ersten Lauf an. Und Sie wissen ja, wenn Sie diese Sendung öfter verfolgen, der Max Mutzke, der jetzt hier auf 1 steht vor den Herren Buschmann, Aminati, Geisenhardt und Stein, darf zur Belohnung im Karambolagerennen vom 10. Platz aus starten, während Peter Ludolf ganz vorne starten muss. Erklär nochmal kurz, warum es im Karambolagerennen schön von hinten zu starten ist, eigentlich logisch. Naja, weil man direkt von Anfang an Punkte machen kann. Es geht ja darum, andere zum Überschlag zu bringen oder umzudrehen. Wenn man vorne fährt, dann muss man erstmal eine ganze Runde aufholen, um dann Punkte zu machen. Das heißt, man kann einfach früher anfangen. Und wie gesagt, hier geht es jetzt darum, nicht nur Runden zu machen, auch für die gibt es Punkte. Hier geht es auch darum, anderen was anzutun. Die Regeln sehen so aus. Die große TV-Total Stocker Crash Challenge. Das Reglement für den zweiten Lauf. Hier geht es darum, durch Geschicklichkeit Punkte zu sammeln. Wie im ersten Lauf gibt es pro Runde 5 Punkte. Wird ein gegnerisches Fahrzeug so touchiert, dass es sich um mindestens 90 Grad dreht, gibt es dafür 25 Punkte. Wird ein gegnerisches Fahrzeug zum Überschlag gebracht, kommen 50 Punkte aufs Konto. Nach 10 Minuten ist das Rennen zu Ende und der Fahrer mit den meisten Punkten hat gewonnen. Alles, was bisher passiert war, das war Vorspiel. Jetzt geht's richtig zur Sache. Jetzt heißt es also, die anderen aufs Dach legen, die anderen drehen, Punkte sammeln. Jetzt ist für jeden eigentlich noch alles drin, denn die Runden, ja, dafür gibt es ja nach wie vor nur die kleinen 5 Punkte. Also, wieder die Einführungsrunde. Kamerafahrzeug ist draußen. Noch die gelben Flaggen draußen. Denn wenn der Erste oder die Erste an Flagge vorbeigeht, dann ist das Rennen gestartet. Und Alida macht das sehr, sehr clever. Denn Peter Ludolf hat die anderen so ein bisschen aufgehalten. Und jetzt gucken wir mal von innen. Alexander Klaffs sorgt für die erste Wertung. Der dreht nämlich den Ludolf doch gerade. Also, die erste kleine Drehung und weiter rollt, auch wenn Fahrzeuge hier alles blockieren. Dadurch wurde das günstige DE-Auto ein wenig aufgehalten. Gelbe Flaggen, aber alle scheinen wieder zu fahren. Auch Brösel hat dort offensichtlich die Wertung bekommen. Ja, und Klaffs auch, also Brösel momentan dadurch in Führung. 2 Wertungen gab es bereits und das war die erste für Axel Stein, wenn ich es richtig gesehen habe. Also hier Alexander Klaffs, 2. momentan, Axel Stein. Na, da wird gleich die Wertung dazukommen aus dem Computer. Und wer war das Opfer? Der Österreicher, Thomas Muster. Also er dort gedreht worden und steht jetzt natürlich. Die nächste Drehung, ja, das war das ProSieben-Fahrzeug. Der hat also hier für eine Wertung gesorgt. Und Sie sehen oben die Uhr ticken. Also wenn die Uhr um ist, dann wird in der komplettierten Runde das Rennen beendet. Wer die meisten Punkte hat, der gewinnt. Und auf dem Dach, Alexander Klaffs auf dem Dach. Wer war der Auslöser? War es Axel Stein? Das ist die große Frage. Rote Flaggen natürlich draußen, da kommen gleich alle. Schauen, ob es gut geht. Offensichtlich hat er den Daumen nach oben gehoben. Oder unten läuft was aus. Dort lief irgendeine Flüssigkeit aus. Weiß nicht, ob es Kühlflüssigkeit war, hoffentlich kein Benzin. Ich nehme an, die Offiziellen haben das gesehen. Auf jeden Fall eine Leitung dort offen gewesen. Und dort gab es einen Flüssigkeitsverlust. Als das Auto wieder auf die Räder gedreht wurde, trat dort Flüssigkeit aus. Was kann es sein? Öl kann es sein, Kühlwasser kann es sein, Benzin kann es sein, hoffentlich auch keine Bremsflüssigkeit. Das wird er dann spätestens beim nächsten Bremsversuch merken. Also, kleines Achtung jetzt auch für die. Roten Flaggen noch draußen, alle müssen noch stehen. Die Rennleitung ist allerdings bereit, das Rennen wieder freizugeben. Und los geht's. Ja, durch diese Punkte, durch diese Überschlagswertung, Axel Stein in Führung gegangen. Ein Auto steht. D-Max ein bisschen mit im Verkehr stecken geblieben. Und weiter wird gefahren. Rampler von Alida Lauenstein, die zeigt dir auch, ich bin nicht nur zum Kuscheln da, sondern ich will ja auch Wertungen einfahren. Das Jet-Auto steht, hier sehen wir es. Das also Alida Lauenstein. Die muss jetzt aufpassen, dass sie nicht gedreht wird. Und ein Riesenstau ganz kurz vor der Startziellinie. Axel Stein vor Daniel Aminati, also das ProSieben-Fahrzeug, vorhin auch die Wertung bekommen. Axel muss jetzt aufpassen, dort im grün-schwarzen Auto, dass er nicht gedreht wird. Ist aber gut durchgekommen. Hier haben wir den Stand. Axel Stein führt TV Total.
Dann Daniel Aminati, die ProSieben Starforce. Und Max Mutzke mit 145 Punkten, also punktgleich. Aber es ist noch jede Menge Zeit auf der Uhr. Sie sehen es, noch 7,5 Runden. Ein weiteres Auto auf dem Dach, das Jet-Auto auf dem Dach. Brösel ist das. Mal gucken, wer war's? Boah, Buschi, Franz Buschmann, hat ihn aufs Dach gelegt und er schafft da fast den 360, also diese Drehung zu komplettieren. So, jetzt gucken wir, ob alles in Ordnung war. Dort wird offensichtlich schon nach dem Service gefragt. Ja, und da freut man sich natürlich im Jet-Team, dass man gleich vielleicht ein bisschen Arbeit am Auto hat. Denn nach diesem Rennen versuchen ja alle, falls es Defekte gibt, die Autos wieder in Ordnung zu bringen für das Rodeo am Ende. Also der Case-Stapler wird gerufen, muss also das Jet-Auto von Brösel hier rausbringen. Dann werden die Mechaniker schauen, ob sie es wieder schnell hinbekommen, denn der könnte ja dann jederzeit wieder reinfahren. Hier also Brösel auf dem Stapler. Klar, dass auch dort die Regel heißt, im Auto erstmal sitzen bleiben, bis man runter ist von der Strecke. Ja, und die gelben Flaggen gehen schon wieder hoch. Heißt also, es kann jeden Augenblick weitergehen. Und das Rennen ist wieder eröffnet. Also, weiter geht's. Die nächste Drehung. Das war Burger King, wenn ich es richtig gesehen habe. Der es ausgelöst hat. Max Mutzke also. Und Muster auf dem Dach. Wer war daran beteiligt? Auf jeden Fall Rot wieder draußen. Auch da wird jetzt geschaut, dass der in Ordnung ist. Thomas Muster, der 41-jährige Linkshänder, der ja ein Sandplatz-Spezialist war, also mit dem Geläuf hier ziemlich gut zurechtkommen sollte, hat ja auch mal als einzigen Grand Slam die French Open gewinnen können. Achter Rang momentan für ihn. Also lediglich durch Runden hier Punkte gemacht. Noch keine große Wertung holen können. Sie sehen, die Uhr steht. Rote Flaggen sind noch draußen. Muster wird gefragt, ob alles okay ist. Man schaut, dass das Auto okay ist. Helfer sind noch auf der Strecke. Deswegen also strikt die Anweisung der Rennleitung hier, dass alles seine Ordnung hat. Nicht weiterfahren, so wie rote Flaggen draußen sind. Gibt es offensichtlich ein paar Anweisungen noch von ganz oben. Haben gesehen, sprachen dort ins Funkgerät. Jetzt gucken wir, ob Muster weiterfahren kann. Mutzke auf jeden Fall mit einer großen Wertung, 180 Punkte, inzwischen an Axel Stein vorbeigegangen. Der punktgleich ist mit Frank Buschmann. Ach, Peter Ludolf steht. Der kann also nicht weiter punkten dort. Allerdings vermeidet man es ja auch, in ein stehendes Fahrzeug reinzufahren. Auch das ist strikt verboten. Insofern kann es für ihn, sagen wir mal so, nicht schlimmer kommen. Aber Punkte selbst sammeln kann er natürlich nicht. So, aggressive Fahrweise, Stein war schon 90 Grad, nur dann gibt es die Wertung für den nächsten. Und dann, Uhr läuft noch, dann hat also jemand anders Punkte bekommen. Wir werden gleich sehen, ob das eine Auswirkung hat. Ja, Buschmann jetzt gerade an Axel Stein vorbeigegangen. Also, Mutzke nach wie vor in Führung mit 190 Punkten. Jetzt Sexergy dort das Opfer gewesen, eine Stoßstange liegt dort auch schon rum. Und ProSieben, die Drehung also für Daniel Aminati, der dort zum Opfer wurde. 6 Minuten noch, fast. Exakt auf die Sekunde. Und während dort Brösel wartet, um wieder reinzufahren, gibt es die nächsten Aktionen. Ah, es gab so einen kleinen Stau auf der Start-Ziellinie, dadurch konnte Brösel gleich wieder reinfahren. Ludolf steht, Peter Ludolf. Und hier, Sie sehen schon die Trümmerteile. Nächste Wertung für Mutzke, der seine Führung dadurch ausbauen kann. Also eine weitere Drehung. Mutzke übrigens noch keine Überschlagswertung bekommen. Macht das alles mit Drehungen. 4 Drehwertungen, also insgesamt 100 Punkte dadurch geholt. Während bei Axel Stein und auch bei Frank Buschmann schon die große Wertung, die 50 Punkte, auf dem Konto stehen für einen Überschlag. Rote Flaggen draußen. Axel Stein hat es offensichtlich nicht gesehen, dass dort rote Flaggen draußen sind. Muss man allerdings auch so ein bisschen entschuldigen für ihn sagen. Die Fahrer, die dieses Hans-System haben, das schränkt doch den Bewegungsradius des Kopfes extrem ein. Und wenn dort die Flaggen ganz weit innen geschwenkt werden, dann ist das sehr schwer zu sehen, wenn man außen unterwegs ist. Ein Horn ist noch übrig hier beim Burger King Auto. Also das Styropor hat dort auch schon federn lassen müssen. Max Mutzke, unser Führender, steht dort also bereit und
Wer wird dort abtransportiert? Alida Lauenstein. Na, auch das ist ja schon gewohnt. Die Dame, die ja für den Abzocksender 9 Live arbeitet. So, weiter geht's. Also, Rennen wieder begonnen. Boah, steht dort etwa Mutzke quer? Das wäre natürlich bitter für ihn. Versucht jetzt mit dem Rückwärtsgang hier wieder loszukommen. Einige fahren dort innen durch. Und hat Geissenzetter dort etwa für eine Wertung gesorgt, dadurch, dass er quer kam. Wie sieht's vorne aus? Max Mutzke mit 260 Punkten dahinter. Stein. Aminati auf 3 für die Pro 7 Star Force. Und hier Frank Buschmann auf den 4. Rang zurückgefallen. Es sind immer noch rund 4,5 Minuten. Hier die Wertung. 270 Punkte. Axel Stein jetzt also gerade vorbeigegangen an Max Mutzke. Bei dem kam noch eine kleine Wertung dazu. Dadurch eher also vorne. Allerdings sind das nur 15 Punkte, die die beiden hier voneinander trennen. Und dort steht ein Auto, was nicht mehr fährt. Was kann man machen? Nichts kann man machen. Mutzke im Pech hier also mit einem Defekt, kann keine Punkte weiter sammeln. Kann jetzt wirklich nur hoffen, dass es zu einer weiteren Unterbrechung kommt und entweder dort die Helfer sein Auto wieder in Gang bekommen oder er vielleicht zum Service sogar rausgebracht wird, damit das Auto wieder ins Rollen kommt. Wird jetzt also gleich weiter zurückfallen, wobei der Abstand von Daniel Aminati, der Dritter ist, zu Mats Mutzke, das sind noch 40, jetzt 35 Punkte. Buschmann gedreht, Stein eine weitere Wertung. Wird er euch bekommen? Und schauen Sie mal, wer da ist. Alida ist wieder da, wartet darauf, dass Platz ist auf der Strecke, dass die einzige Frau hier bei uns im Rennen weiterfahren kann. Jetzt Stein zum Opfer geworden. Müsste Per Geissenzetter gewesen sein. Wo liegt der eigentlich? Oh, auch noch eine Chance aufs Podium. Liegt auf dem 4. Rang. Weiter hinten, Buschmann auf 5, Klavs auf 6, Brösel auf 7. Muster auf 8, Lauenstein auf 9 und Ludolf auf dem 10. Rang. Rote Flaggen, anhalten. Ey, da hat's ein Rad aufgelöst. Da würde Jürgen sagen, na und? Das hat mich vor 2 Jahren auch nicht davon abgehalten, 30 Minuten weiterzufahren. Also offensichtlich mit einem Reifendefekt. So, und da ist das dort auch schon ein sehr interessanter Sturz am Hinterrad von Frank Buschmann. Lauenstein kommt dort wieder rein, hatte offensichtlich das zweite kleine Problem reinzufahren. Immer noch die roten Flaggen draußen. Hier haben wir Frank Buschmann. Und Axel Stein ist unser Führender. Hier nochmal, schauen Sie mal, die Felge dreht sich, vom Reifen ist nicht viel übrig geblieben. Da wird das Amadeus Racing Team also gleich einen kleinen Radwechsel zu tun haben. Und Brösel fährt mit seinem Jet-Auto dort innen durch. 3,5 Minuten sind es noch. Stein mit der Führung, haushoch momentan mit 40 Punkten. Und wenn andere dort ein bisschen Platz machen, warum soll man nicht außen vorbeifahren? Young Generation aufpassen, dass man sich nicht selbst aufs Dach legt. Geissenzetter konnte es aber noch mal verhindern, dass er hier gedreht wird. Aber offensichtlich auf der Kurve 1 hier, Alida Lauenstein steht dort schon wieder quer. War es Axel Stein, der dort für diese Wertung gesorgt hat? Dann würden also weitere 25 Punkte bei ihm dazukommen. So, Mutzke. Ich sagte es, diese kurze Unterbrechung war wichtig für ihn. Liegt er immer noch auf dem 2. Rang, allerdings kommt Buschmann. Auch Geissenzetter kommen dort immer näher ran an ihn. Aber dadurch, dass er rollt, kann er selbst wieder Wertungen holen. Und offensichtlich auch hinten das Auto, der Motor schon in Mitleidenschaft gezogen bei Max Mutzke. Dort liegt immer noch ein Trümmerteil rum. Sie sehen, wie das Auto raucht. Der Kühler ist ja drin. Stellen Sie sich vor, die Kühler würden vorn sein. Die würden dann natürlich als allererstes dabei draufgehen. Und relativ schnell dann natürlich mangels Kühlung der Motor hochgehen. Also, Alexander Klavs ist wieder da und Max Mutzke freut sich darüber, dass Klavs wieder da ist, denn der holt sich gleich 25 Punkte. Schnelles Opfer, also nach einer halben Runde geworden. Und hier steht einer auf der Bande mit einem durchdrehenden Rad. Schade, dass das Differential erfunden wurde, wird der sich jetzt hier sagen. Denn rot draußen, Axel Stein dort auch schnell auf der Bremse gewesen. Er muss jetzt also runtergeschoben werden vom ADAC Young Generation Team. Ist das also Pierre Geissenzetter. Also die volle
Last ging da auf das obere Rad, was durchgedreht hat. Sie haben das vielleicht schon im Winter im Schnee erlebt, wenn Ihr Auto sich auch nicht weiter bewegt. Glücklich sind alle, die einen Allrad oder Antrieb haben oder vielleicht eine Differentialsperre. So, Muster wird dort abgeschleppt. Also der muss hier wirklich viel mitmachen. Liegt auf dem 8. Rang. Alida dahinter. Und der Kollege Ludolf, Peter Ludolf, auf dem letzten Platz. Hat 70 Punkte, alle nur durch Runden rausgefahren. Noch keine einzige Drehung, noch keinen Überschlag. Ähnlich sah es bei Muster aus. 150 Punkte, auch keine Drehung, auch keinen Überschlag. Alle anderen haben schon fette Wertungen eingefahren. Von den Drehungen her Axel Stein 6, Max Mutzke 6. Und dadurch, dass Stein schon einen Überschlag hatte, liegt er also in Führung. 390 Punkte vor Max Mutzke, 330. Also, Max braucht jetzt große Wertungen hier in den letzten fast 2 Minuten, die noch verblieben sind. Hier nochmal die Wertung, gelb auf grau, wie ich es gerade gesagt habe. 390, 330. Also schauen Sie mal, wenn Mutzke jetzt eine Überschlagwertung bekommen würde, dann wäre er unmittelbar dran an Axel Stein. Stein gerade durchgefahren, hier Brösel. Stein innen durch. Das ist ja das Geschickte, was man machen muss. So weit wie möglich an der inneren Bande bleiben, um niemandem die Chance zu geben, das Heck zu erwischen, dass man nicht selbst gedreht wird. Weitere Rundenwertung für Stein. Und Brösel dort auch. Öfters das Opfer. Wer war es dort, der dort hinten gerade in die Bande reinfuhr? Sah aus wie das günstiger DE-Auto. Genauso ist es. Frank Buschmann war das. Aminati, da ist wirklich nicht mehr viel über von seiner Front. Also da werden gleich die Vorschlaghämmer und die Flex-Sägen rausgeholt. Da können wir uns sicher sein. Dann haben die Jungs ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit, hier die Fahrzeuge wieder fit zu bekommen. 1 Minute ist es noch. Alexander Klavs, ja. Wenn ihr alle sich freuen, ist das dann immer der Applaus für den, der ihn gedreht hat? Oder spielt da etwa auch ein bisschen Schadenfreude die Rolle? Große Frage, ob Aminati dafür eine Wertung bekommt. Klavs also, wenn der jetzt um 90 Grad gedreht wurde, dann sollte Aminati diese Wertung bekommen. So, Stein dreht hier seine Runden. Ja, es gehört auch dazu, schnell zu fahren, sodass niemand hinten dran kommt. Die gelben Flaggen sind draußen, denn dort steht immer noch Alexander Klavs, kann nicht weiterfahren. Motor also verreckt und niemand hilft ihm natürlich, solange nicht das Rennen unterbrochen ist. Hier nochmal der Stand. Stein, haushoch, 435 Punkte. Max Mutzke, 360. Daniel Aminati, 305. Ja, Axel Stein, im Jahr 2006 war er der Sieger, im letzten Jahr der Zweite. Und jetzt hier die Chance, sich den Sieg zu holen. Die Uhr tickt runter. 5, 4, 3, 2 und 1 Sekunde. Also, da geht die Flagge raus und alle, die jetzt über die Linie kommen, werden abgewunken. Das Rennen ist vorbei. Und damit Axel Stein für das TV-Total-Team und natürlich auch für seinen Club, den MSC Crazy Horse, holt hier den Sieg. Yeah! Axel Stein, die meisten Punkte für ihn. 440 Punkte. Wiederholt also seinen Erfolg aus dem Jahr 2006. Der weiß, wie es ist auf dem Podium. Im letzten Jahr Silber. 06 der Sieg und jetzt wieder die Goldmedaille, der goldene Auspuff für ihn. Applaus dort natürlich auch von seinen Mechanikern, die trotzdem einiges zu tun haben werden. Auch Sonja nähert sich ihm schon so allmählich zum Siegerinterview. Respekt aber auch gegenüber Max Mutzke, der ja ausgefallen war und trotzdem wieder reinfahren konnte. Also sein Auto wurde einem kleinen Service unterzogen mit 365 Punkten für ihn, der 2. Rang. Und Daniel Aminati für die Pro 7 Star Force auf Platz 3. Also wenigstens ein kleiner Erfolg nach seinem großen Auftritt in der Ukraine. Da haben wir es nochmal. Stein, Mutzke, Aminati, Frank Buschmann. 10 Punkte fehlen ihm dann nur an einer Platzierung auf dem Treppchen für günstiger.de. Per Geisensetter, punktgleich. Da entschied dann also, wer als erster über die Linie gefahren wäre. So, und Sonja hat sich den Sieger unten geschnappt. Ja, du sagst es einfach, Ron, aber der lässt sich erstmal hier kräftig feiern, die kleine Knutschkugel. Sau geil höre ich hier. Ach, Männerschweiß, lass mich. Ist erster Platz, oder? Erster? Ja, selbstverständlich. Aber was war das für ein Konzept? Ich hätte ja hinterher nichts mehr zu verlieren.
musste drauf. Ja, aber hat's gesehen, drauf. Und Klavs war ja wirklich, was mit deinem Nacken? Nix. Ja, harter Mann kennt keinen Schmerz. Hast du Schmerzen? Nee, aber schon nicht ohne. Das haben wir gesehen. Und Klavs war, glaube ich, so ein bisschen dein Lieblingsopfer. Ich weiß gar nicht, wer in einem Auto saß, das kriegst du gar nicht mit. Versuchst natürlich, ihn immer schön ideal zu treffen hinten, aber wer da im Auto sitzt, keine Ahnung. Also Rennen ist es nicht so, aber bei der Carambolage ist Axel Stein die Bombe. Wo ist denn mein Pokal? Immer langsam, junger Mann, immer langsam. Typisch für Gewinner, kannst gar nicht erwarten. Und nochmal einen Riesenapplaus für unseren Winner, unseren Tolli. Ja, er muss nicht mehr lange warten. Wir bauen jetzt nur schnell um für die Siegerehrung. Da unten Glückwunsch jetzt aber schon mal an Axel Stein herab. Natürlich jetzt ein Wort zu deinem Mann. Ja, sensationell. Also ich bin ja nicht der Einzige, der sich in seinem Team in seiner Runde vorgefahren hat. Der Axel hat ja auch im ersten Rennen schon ein paar Plätze gut gemacht. Und man sieht also, auch vom 10. Platz aus ist offensichtlich der Sieg möglich. Und deswegen glaube ich auch, dass die Chancen für Timo gleich und für mich ganz gut stehen. Wenn man aber jetzt, sagen wir mal, hinter so einem Axel Stein herfährt, der so einen Vorsprung entwickelt, was kann man denn als Verfolger noch machen? So viel wie möglich dann aufs Kreuz legen und mit welcher Taktik funktioniert das? Naja, man hat eben in den letzten Runden gesehen bei Max Mutze, er kam hinten nicht mehr an das Feld ran. Das heißt, er hat keine Opfer mehr gefunden. Dann muss man eigentlich ein bisschen warten und ein paar Opfer an sich vorbeilassen. Ja, einmal kurz auf die Bremse treten, ein paar Leute vorbeilassen und dann direkt hinterher und aufs Kreuz legen. Die wissen ja meist nicht, dass man noch fahren kann. Ja, die damit denken auch, da steht einer. Ja. Und da muss man ein bisschen, aber ich will nicht zu viel verraten, sonst... Wollte ich gerade sagen. Plauder nicht zu sehr aus dem Nähkästchen. Ja. Muss man sich denn ein bisschen überwinden, eigentlich anderen so in die Karre zu fahren? Weil ich sage, in der Fahrschule lernt man es ja anders. Und im Straßenverkehr erlebt man es auch anders. Ja, also hier, ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist, aber wenn ich einen vor mir habe, dann ist der dran. Da gibt es kein Pardon. Also das sind hier die Regeln, das weiß ja jeder. Also mir geht es ja dann genauso. Für mich gilt dasselbe wie für die anderen. Und deswegen, also ich habe da keine Hemmung. Ich habe das Gefühl gehabt, die Ludolfs gehen da sehr menschlich vor. Ja, die Ludolfs machen immer extra den Motor aus, damit irgendwie nichts passieren kann. Ja. Ne? Ganz schnell noch die Ergebnisgrafik. So ist es am Ende ausgegangen in dieser Klasse. Da sehen wir ganz vorne Axel Stein, Gold, Silber, Max Mutzke und Daniel Aminati, Bronze für ProSieben. Dahinter Frank Buschmann und Pierre Geissensetter. Wollen wir aber die zweite Hälfte natürlich auch noch zeigen. Sechster Alexander Klavs, Brösel, Siebter, Thomas Muster, Achter, Alida Launstein, Neunter und Peter Ludolf, Zehnter. Hat den Platz gehalten aus dem ersten Rennen. So könnte man es auch mal formulieren. Ja. Wir gehen runter zur Siegerehrung. Ladies and Gentlemen, auf den dritten Rang hat es die ProSieben Star Force mit Daniel Aminati geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 2, sensationell, vom Burger Team King, Max Mutzke. Und mit unglaublichem Abstand, 440 Punkte hat erreicht, großartig vom TV-Total-Team, unsere Knutschkugel Axel Stein. So, Schätzchen, und da ist ich liebe Leute rein, ich liebe Leute rein, ich liebe Leute rein.